Hallo, ich bin Henrike Fritz und habe jetzt seit 3 Jahren die Rolle bei Schloss Einstein als Konstanze von Blumenbeck gespielt und jetzt höre ich leider auf. Also ich höre auf, weil der Zeitaufwand bei Schloss Einstein doch relativ hoch ist und ich mich jetzt in der 11. Klasse doch mehr auf die Schule konzentrieren möchte, weil ich hatte hier eine wahnsinnig tolle Zeit und ich werde es auch wahnsinnig vermissen. Aber ich brauche mal wieder Zeit für mich und meine Freunde, die ich doch manchmal ein bisschen vernachlässigt habe. Und ja, ich freue mich auch auf die Zeit nach dem Dreh. Also für mich geht es jetzt so weiter, dass ich erstmal die 2 Jahre Schule noch machen werde, bis zum Abitur. Und ich habe mich jetzt bei mehreren Agenturen beworben und ich hoffe natürlich, dass das irgendwie klappt. Aber falls das nicht klappt, dann werde ich danach ein Auslandsjahr machen und danach geht's halt weiter zum Studium. Und bitte! Hi! Weißt du was? Nein. Ich hab dich vermisst. Perfekt. Ja, perfekt. Also ich hatte sehr viele schöne Drehtage und schöne Erlebnisse, aber am schönsten war einfach jeder Drehtag mit dem Mädchenzimmer 1, also mit Pippi und Roxy. Und die beiden habe ich so wahnsinnig ans Herz geschlossen. Und ich denke aber, dass so eine starke Freundschaft einfach auch nach dem Dreh hält und deswegen ist das für mich einfach mein schönstes Erlebnis. Die Jungs sind so simpel gestrickt, deshalb prügeln sie sich auch ständig. Oder verschenken Eis und denken dann, damit sei alles wieder in Ordnung. Wie Hubertus. Naja, er hat Raphael in Gefahr gebracht und sein Schülersprecheramt verloren. Ich glaube nicht, dass er das denkt. Vielleicht wollte er auch einfach mal nett sein. Ist doch gut möglich. Ich nehme ihm das einfach nicht ab. Fertig. Pippi? Ja, ohne Hubertus wäre Raphael nie auf die Idee gekommen, diesen Schatz zu suchen und somit auch nicht in Gefahr geraten. Das sind die Fakten. Ja, und deine Meinung? Ich weiß, dass Petzen eigentlich blöd ist, aber bei Hubertus musste ich eine Ausnahme machen. Also meine schwierigste Szene war, als ich oben auf dem Turm stand, als wir in Arnstadt gedreht haben. Und ich habe ja sogar so ein bisschen Höhenangst und stand dann da oben und sollte Tommy hinterher weinen, weil wir uns nicht verabschieden konnten. Und ich sollte an dem Tag total weinen, obwohl ich eigentlich richtig glücklich war. Und deswegen war es halt ein bisschen schwierig für mich. Also meine traurigste Szene bis jetzt war, als ich mich von Pippi und Roxy verabschiedet habe. Das haben wir zwar nicht direkt in der Szene gemacht, aber halt danach und wir wussten die ganze Zeit während der Szene, dass es unsere letzte Szene zu dritt. Und ja, das hat einem dann schon so ein bisschen das Herz zerrissen. Aber die allertraurigste Szene wird tatsächlich heute an meinem letzten Drehtag stattfinden. Das ist die Szene mit Roxy, wo wir uns beide verabschieden und wir verabschieden uns ja nicht nur in der Szene, sondern auch im echten Leben. Und deswegen wird das heute nochmal eine sehr traurige Szene werden. Also von Schloss Einstein nehme ich meine gesamte Organisation mit, weil ich einfach im frühen Alter gelernt habe, mich zu organisieren, was auch nicht immer leicht war. Und ich denke, durch Schloss Einstein habe ich das eigentlich erst so richtig gelernt. Und außerdem nehme ich mit, dass man einfach keine Vorurteile haben sollte. Ich habe sehr viele Menschen hier kennengelernt und echt in mein Herz geschlossen, die ich so auf der Straße, wo wir uns wahrscheinlich nicht mal angeguckt hätten. Und das ist einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die ich hier bei Schloss Einstein machen konnte. Hallo, junge Dame, das Fahrrad bleibt aber draußen. Tut mir leid, aber es ist sehr wertvoll. Soll ich es noch mal sagen? Das Fahrrad bleibt draußen. Wir haben hier nämlich einen Fahrradkeller. Wer bist du denn eigentlich? Konstanze von Blumenberg. Ich suche mein Zimmer. Ah, das ist hier die Prinzessin.
Also ich möchte ein großes Danke an das gesamte Team sagen. Besonders der Maske, die für mich immer wie so eine Ruheoase war, wenn alles andere stressig ist. Und auch dem Kostüm, weil ich manchmal ein paar Extrawünsche hatte. Und ich öfter diskutiert habe, ob man denn jetzt unbedingt die Jacke anziehen muss oder nicht. Außerdem habe ich öfter mal gedrängelt, weil meine Drehzeit rum war. Also ich war nicht immer der einfachste Mensch am Set. Und deswegen möchte ich mich bedanken, dass ihr mich so genommen habt, wie ich bin. Und ich hoffe, dass Schloss Einstein weitergeht. Deswegen an die Fans, ihr müsst unbedingt drum kämpfen, dass Schloss Einstein weitergeht. Und es war einfach eine wahnsinnig tolle Zeit hier. Und ich werde es echt alles vermissen.